Und jetzt zu einer anderen Dangerous Method. Ständiges Urinieren in dreckigen Toilettenhäusern, Nazi-Uniformen und ein waschechtes Pony auf der Bühne. Mit Frank Castorfs Münchner Inszenierung von Ödön von Horváths Klassiker Kasimir und Caroline kann sich nicht jeder anfreunden. Laute Buhrufe mischten sich bei der Premiere mit tosendem Applaus. Die ersten Zuschauer sollen schon vor der Pause gegangen sein. Dabei hatte Castorf doch gewarnt. Ich bin expressiv und gewalttätig, also im Grunde der falsche Regisseur für das Stück. Das Stück der Stunde. Der Kasimir-Plot spielt auf dem Oktoberfest während der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre. Angelika Kellhammer. Castorf ist wieder da und haut drauf. Zertrümmertorwart und betrachtet die Einzelteile in grellem Licht. Arbeitsloser Chauffeur und seine nach höherem strebende Braut. Oh Gott, nur weil du gestern abgebaut worden bist, soll ich vielleicht weinen? Gönnst du mir auch schon gar kein Vergnügen, du Egoist? Alles Theater, was hier passiert, sagt Castorf. Absurd kreisen die Figuren um Klohäuschen und weltpolitische Fragen. Man wedelt mit aufgeladenen Symbolen, spricht in Worthülsen. Oh mein Gott! Ihr seid ja betrunken! Ihr seid alle betrunken! Ein Stück aus dem Jahr 1932 zum Thema Liebe geht bei Castorf gar nicht. Also her mit den radikalen Geistern, die Horváth in früheren Fassungen noch beschrieb. Die Juden, wenn es sie nicht mehr gibt, dann ist der Staat wieder sicher. Panik, Hass, Wut, Unverständnis, Liebe, Sehnsucht, Sex. Das ist ja wie eine Komposition. Ja, aber aus dem Moment komponiert. Viel wird sich in unserem Deutschland verändern und Kernseife wird eine große Rolle spielen. Insofern ist das eigentlich ein Seelenterror-Exkurs arthurischer Prägung. Ja. Das hat mich zum Beispiel wirklich interessiert, solche Sachen rauszukotzen. Nikolaus Ovčarek ist großartig als arbeitsloser Kasimir. Ein schriller Kasperl in roter Häkelhose. Er schreit, weint und ist ständig überfordert. Kein Geld, keine Braut. Aber überall die Versuchung zum Verbrechen, zur Radikalisierung. Hab nur keine Angst, wir sind zu zweit. Hör mal, ich bin nicht zu zweit. Ich mag nicht zu zweit sein. Ich bin alleine. Ich habe noch nie so viele Hindernisse gehabt. Ich muss eine Bühne umbauen. Diese Türwand, die ist so schwer. Ist unmöglich. Ich kann das allein nicht umbauen. Muss ich machen. Während die Kollegin einen Text macht. Es ist eine ich bin permanent überfordert. Ich hab's keinen. Der Castorf sagt immer, ich finde das gut, dass man außer sich ist und verzweifelt oder nicht weiß oder überfordert, Überforderung. Dass man überfordert ist, weil dann werden die Schauspieler auch Menschen. Darüber hinaus sind wir in eine Werkstattlandschaft eingetreten, die von der Generation, die sich in ihr verzehrt, Opfer und Bescheidenheit verlangt. Man muss doch erkennen, dass in Formen, die hier auftreten, ein festes und ruhendes Maß nicht innewohnt und nicht innewohnen kann, weil an der Schaffung der Mittel und der Werkzeuge nicht auf eine Form gearbeitet wird. Wunderbar, Birgit Menichmeier. Naiv, rotzig und derangiert stackst sie durch das Stück, zitiert Marx bei einer Zigarette, geht dauernd Eis schlecken und schafft bei aller Überdrehtheit auch anrührende Momente. Man hat halt oft so eine Sehnsucht in sich. Und dann kehrt man zurück mit gebrochenen Flügeln. Und das Leben geht weiter, als wäre man nie dabei gewesen. Knapp 4 Stunden wird mit Vollgas gespielt, wild assoziiert. Regisseur Frank Castorf baut bewusst Zumutungen für alle Beteiligten. Es gilt, etwas auszuhalten. Aber die Energie des Abends ist unglaublich.